Nach dem Training steht wieder der Ernstfall an. Sicherheitsmann Marco macht sich auf den Weg zur 7-stündigen Nachtschicht an der Hamburger Reeperbahn. Dort bringt sich das Partyvolk bereits in Stimmung. Marco bleibt noch ein wenig Zeit für einen kurzen Plausch mit Tankstellenbetreiber Lars Schütze. Moin. Oh, Herr Schütze. Sie sehen aber heute schick aus. Ja, Sonne an. Ja, Marco, hier lieber mal. Gut. Ja. Oh, heute war Training so, aber top war das. Alle drei haben sich sehr, sehr gut geschlagen. Das ist hier. Hallo, na, alles gut? Na, ja, Schütze. Na, ihr beide. Alles gut? Seid ihr durch? So. Hat Spaß gemacht? War geil, hat na? Richtig Spaß gemacht. Sieht man ja, was wir getrunken haben. War richtig anstrengend, hat uns gut rangenommen. Hier. Aber niemand erzählen. Dann ist es mit der Ruhe vorbei. Im hinteren Teil des Tankstellenshops bedroht eine Horde aggressiver Jugendlicher einen Kunden mit einer Waffe. Marco greift sofort ein. So, weggehen. So, Jungs. Das Ding ist erstmal einkassiert, deinen Namen will ich haben. So, ihr kommt heute nicht mehr wieder. Mag ich heute nicht. Gut. Was ist denn los? Ich kann dann noch von unseren Zuschlägern wieder bekommen. Gar nicht. Warum nimmt er meine Sachen weg? Ich weiß es auch nicht. Komm, Mann. Lass es, Mann. Scheiße. Ja, genau. Es lohnt sich nicht. Wir kaufen noch was. Pistolen, Messer und Schlagringe sind keine Seltenheit. Die konfiszierte Waffe ist nicht minder gefährlich. Das ist ein Totschläger namens Tix. Und damit kann man. Das ist eine gefährliche Waffe. Das ist ein Schlagstock. Und wenn man diesen Schlagstock hat, dann will man damit auch, dann will man auch Streitigkeiten damit eingehen und bewältigen halt. Ne? Und das ist auf dem Kiez eigentlich, oder generell ist das Ding eigentlich verboten. Und vor allen Dingen auch für unter 18-Jährigen halt. Ne? Damit kann man Leute verletzen, man kann damit Griffe setzen zum Beispiel. Ne? Ja, man kann damit Griffe setzen und andere Sachen damit machen, kann damit zum Kopf schlagen oder dahin pieken. Das ist sehr, sehr gefährlich und bei sowas immer einkassieren. Also wenn man so ein Teil benutzt oder bei sich hat, dann benutzt man das auch und das kann immer sehr, sehr, ganz, sehr, sehr gefährlich sein halt. Schwere Körperverletzungen. Ein anderer Kunde ist zwar nicht bewaffnet, wehrt sich aber lautstark gegen seinen Rauswurf. Ich will doch nicht. Ey, komm, hören Sie mal. Ey, jetzt aber langsam mal Schluss hier, ne? Wir wissen auch Bescheid, ne? Ey, was soll denn das? Hör zu, ist jetzt gut, okay? Ich will doch nur ein scheiß Bier kaufen, ey. Ich will da nur ein scheiß Bier kaufen, verdammt! Das ist ja leider aufgefallen. Let's go. Komm, lass mich einfach los! Soll ich dir ein Bier kaufen? Gib mir das Geld, ich kauf dir ein Bier. Mein Kumpel ist doch schon scheiße. Dann gib dir das Geld, dein Kumpel. Ja, gut, er holt dein Kumpel. Das regt dich nicht so auf jetzt. Warum fuckst du dich die ganze Zeit so an, Alter? Beruhig dich, Mann. Gut jetzt. Fick dich. Du mich auch. Alter. Gehen Sie jetzt wieder runter. Lass mich einfach los, ey. Dankeschön. Beruhig dich, Mann. Was soll denn das? Ich wollte nur ein Bier kaufen, ey. Ich bring dir ein Bier. Du ein Bier. Okay, dann beruhig dich. Der Störenfried bekam schon häufiger Hausverbot, aus gutem Grund. Packt die Sachen einfach an, schüttelt sie, so Bierflaschen zum Beispiel. Einige sind schon dabei kaputt gegangen und ja, randaliert halt rum und belästigt halt andere Leute. Und das will natürlich der Tankstellenbetreiber nicht und geht natürlich gar nicht. Pöbeleien, Stress und Schläge. Immer wieder geraten die privaten Sheriffs zwischen die Fronten. Ein Job, für den nicht jeder geschaffen ist. Wenn ich so aussehen würde, wie die jetzt aussehen, ne, dann würde ich auch gerne tauschen, ne, mit denen. Oder was heißt tauschen, ne, wenn ich die Chance dazu hätte, dann, ja, weil sie einfach, okay, das ist auch sehr gefährlichen Job haben die da auch, ne. Weiß nicht, da kann ich jetzt so direkt noch nichts zu sagen, da müsste ich mir das zweimal überlegen. Aber schon tolle Sache, was sie hier machen, ne. Also ich bin auch richtig froh, dass sie hier sind, ne. Wenn sie nicht hier wären, dann, weiß ich nicht. Würde ich hier ein bisschen anders sein, glaube ich.
Die Zapfstation bietet den Nachtschwärmern eine Bühne. Das Unterhaltungsprogramm hier kostet keinen Eintritt und folgt ganz eigenen Gesetzen. Den Gesetzen von St. Pauli. Den kriegst du nicht weg. Der parkt ihn hier falsch. Nee, hier. Wir schieben ihn einfach beiseite. Nee, wir schieben ihn zur Seite. Oh, doch. Ein herrenloses Auto vor der Einfahrt zur Tiefgarage. Mehr als 600 Stellplätze stehen hier zur Verfügung. Ist die Zufahrt versperrt, bedeutet das Verdienstausfall. Die Security-Männer zeigen sich ob solcher Dreistigkeit fassungslos. Der Besitzer dieses Fahrzeugs meinte unbedingt, dass hier ein riesengroßer Parkplatz ist. Und meinst du der da? Weiß ich nicht. Junger Mann? Hallo? War das dein Fahrzeug? Der war hier quer, Mann. Auf der Suche nach dem Übeltäter springt Marco der nächste Störenfried vor die Füße. Hey, Roman, zwei Bier vor uns. Zwei Bier. Hier will man fragen, nur was Sache ist. Für mich und Mario, zwei Bier. Komm. Mario, komm. Weil die kommen wieder. Und geh einfach runter. Hey, diese Jungs, Richtung. Da die Richtung. Derweil versucht sich der Falschparker unbemerkt aus dem Staub zu machen. Doch er hat die Rechnung ohne die Sicherheitsmänner gemacht. Fahrzeugpapiere, Führerschein bitte mal. Entweder gibst du mir jetzt einen Führerschein oder ich hole die Polizei und die machen das. Dann muss ich die Polizei rufen. Was halt da? Warum? Erstmal stand das Fahrzeug da vorne. Machen Sie mal bitte Ihr Fahrzeug aus. Dann stand dein Fahrzeug da direkt vor der Ausfahrt und Einfahrt. Das geht gar nicht. Ne? Davon sind jetzt ungefähr 4 Kunden sind jetzt weg, konnten nicht reinfahren. Warum ich wusste gar nicht, denn ich wusste warum gar nicht, dass sie das so unfreundlich sind. Das wusste ich nicht. Du, hör zu. Nicht du, bitte sie, ja? Okay, Führerschein? Kein Führerschein? Es ist mir egal, was du machst, ja? Sie. Hol die Polizei oder was du sie machst. Aber lass uns das Gespräch beenden. Sie? Ja? Es ist mir egal, ich bin nicht ein Penner von diesen Kiezleuten. Ja, aber warum? Jeder Penner parkt da vorne. Mein Freund, ich habe jetzt geparkt da. Jeder Penner parkt da. Aber hör mal zu, es war nur für eine Minute. Ich wollte eine Minute war das nicht. Das sind vier Fahrzeuge. Vier Fahrzeuge sind weggefahren. Jetzt hast du doch weggeschoben. Der hat sogar gelacht darüber. Mann, ich bin doch Stammkunde hier. Was soll das? Was ist das für eine Art überhaupt? Ja, deine Art ist auch nicht richtig. Deine Art ist auch nicht richtig. Oder ist deine Art richtig? Neben breiten Schultern und körperlicher Fitness benötigen Piet und Marco vor allem immer wieder eins in ihrem Job: eine Engelsgeduld. Ich bin sehr gemütsam und wenn man ganz kurz in Rage ist, dann geht man 3 Schritte wieder zurück und dann sagt man: Hallo Marco, du musst mal wieder runterschalten. Und außerdem habe ich noch meinen anderen Mitarbeiter. Piet halt, und der zieht mich dann auch zurück. Wenn der sieht, dass ich zu doll werde, dann holt er mich beiseite und sagt: Marco, komm mal wieder runter. Das ist das Spiel zwischen uns Türstehern, also Objektschützern. Wenn der eine nicht kann, dann kann der andere. Und wenn der eine, der merkt, dass das zu doll wird, dann kommt der andere dahin und sagt: Komm mal wieder runter, ich mach mal weiter. Der große Andrang erfordert volle Konzentration von den Security-Männern. Bis zu 10.000 Partywillige treffen sich am Wochenende zwischen den Zapfsäulen. Der Konsum von Alkohol ist auf dem Gelände strengstens untersagt. Das gilt auch für andere Betäubungsmittel. Angeblich sollst du Drogen verkaufen. Ich verkaufe keine. Der Verdacht scheint berechtigt. Der junge Mann trägt eine größere Menge der synthetischen Droge Speed bei sich. Ja, mag ja sein. Kann ich nicht beurteilen. Kann ich nicht beurteilen. Miet, ist das Eigenbedarf? Bei einer geringen Drogenmenge, dem sogenannten Eigenbedarf, kann die Justiz von einer Strafe absehen. Der vermeintliche Dealer hat mehrere Tütchen bei sich. Lass ihn ganz kurz reingehen. Nee, lass mal bitte. Ich will das. Geh ran von mir aus. Das ist normal die Polizei. Ja. Ja, Ding. Ich bin gleich verhaftet.
Ja. Wird gleich verhaftet. Ja. Der junge Mann soll Recht behalten. Wenige Augenblicke, nachdem Marco die Polizei verständigt hat, treffen die Beamten von der benachbarten Davidwache ein. Also ich habe nicht weitergefilzt, ich habe das nur aus der Hand gesehen, dieser junge Mann. Ich habe gesagt, er soll mal bitte alle Sachen rausnehmen. Ich habe dann seinen Ausweis gehabt. Vielleicht hat er vielleicht noch was. Das kann ich nicht zeugen. Dann müssen wir mal zur Wache fahren, ne? Dann müssen wir noch mal genauer gucken. Tankstellenmitarbeiter Konstantin Meyer kann dem Trubel vor seinem Backshop auch Positives abgewinnen. Deswegen mag ich auch die Nachtschicht, weil hier viel mehr los ist, ein bisschen Action und so. Und das gefällt mir dann auch, ne? Auf jeden Fall. Hier ist auch mehr meine Altersklasse, weil in der Woche sind hier mehr so Geschäftsleute, die unterwegs sind, ältere, ja. Und jetzt Wochenende, nachts sind mehr Jugendliche unterwegs, ne? Den mutmaßlichen Dealer nehmen die Polizisten mit zur Wache. Dort soll der junge Mann nach weiteren Drogen durchsucht werden. Ihm droht ein Strafverfahren. Ein Erfolg für die Sicherheitsmänner. Das verwinkelte Gelände ist oft Schauplatz illegaler Geschäfte. Hier werden öfters Drogen vertickt. Sie gehen meistens immer auf die Toilette und verkaufen in Nahheit die Drogen oder sie treffen sich unten in der Tiefgarage und verticken das da halt. Also nimmst auch gerne ein. Das heißt, sie haben dann ihre Plätze da und dann ziehen sie dann halt ihre Leinen, ihre Drogennadeln, keine Ahnung. Und dann muss man das auch immer alles sehr mit Vorsicht und gemütsam erledigen halt. Neben reichlich Hochprozentigem fließen an der Kiez-Tankstelle auch mal Tränen. Marco bietet Hilfe an. Komm mal wieder hoch. Was hast du denn? Kopf geschlagen. Komm mal wieder hoch. Wer hat sich wie gegen den Kopf geschlagen? Welche drei? Welche drei? Hä? So, welche drei haben sich jetzt geschlagen? Welche drei haben dich jetzt geschlagen? So, ja, stopp mal. Welche drei haben dich jetzt hier geschlagen? Was? Ich hab dich gar nicht angefasst. Nein, die nicht. Wer denn? Welche denn? Tja. Die wurde geschlagen. Nichts zu machen, die Täter sind flüchtig. Häufig ist die Tankstelle erster und letzter Anlaufpunkt langer Nächte. Die heutige endet für einen jungen Mann besonders schmerzhaft. Gar nicht. Nase durch, Zahn ist kaputt. Und Nase. Schwindelig ist sie nicht. Die gebrochene Nase stammt von einer Schlägerei in einer Disco. Und wo ist genau gegenüber oder was in dem Laden? Genau gegenüber. Das ist eine Kneipe, eine Bar, eine Diskothek oder was auch immer? Diskothek. Genau gegenüber? Ja. Haben Sie noch irgendwie eine Jacke mit dabei? Oder haben Sie... Hatte ich, eine blaue Weste, ja. Ist weg. Ist auch weg. Wissen Sie auch nicht, wo die ist? Ist sie vielleicht noch in der Diskothek? Die Jacke? Bitte? Ist sie vielleicht noch in der Diskothek? Weiß ich nicht. Wollen wir gucken gehen? Gerne. Gut. Gemeinsam mit der Polizei macht sich der Geschlagene auf den Weg zurück zum Tatort. Doch der genaue Standort der Diskothek will dem alkoholisierten Mann plötzlich nicht mehr einfallen. Er lässt von den Tätern und seiner zurückgelassenen Kleidung ab und begibt sich lieber in die Hände der Rettungssanitäter. Mit einer Anzeige gegen Unbekannt können die Polizisten nicht viel ausrichten. Das Problem dabei ist, dass er nicht sagen kann, von wem. Er kann nicht beschreiben, von wem. Ob männlich, weiblich, kann er alles nicht sagen. Und er kann nicht genau sagen, wo es gewesen ist. Das heißt, Ermittlungen in der Hinsicht sind ziemlich schwierig. Das Einzige, was jetzt passiert, da seine Nase vermutlich gebrochen ist, kommt er mit oder geht er mit ins Krankenhaus. Und für die spätere Ermittlung wird er gegebenenfalls vorgeladen oder kriegt eine schriftliche Mitteilung, dass er sich noch mal dazu äußern kann, ob er irgendeine Art und Weise Hinweise geben kann. Gegen 6 Uhr morgens bleiben ein paar Minuten, um die Spuren der Nacht zu beseitigen. Dann kommen die ersten Brötchenkäufer und die Tagschicht beginnt. An Deutschlands berühmtester Tankstelle.